Hallo Leute, und da bin ich wieder, beziehungsweise wir sind wieder, denn ja, mein Kollege ist immer noch hier im Hintergrund. Ihr hört ihn wahrscheinlich gerade irgendwie lachen, weinen, keine Ahnung. Sag mal wieder hallo. Er zerfeigt sich immer wieder, weil ich immer wieder einen Schnitt mache, aber ich will meine Parts wenigstens zu Ende bringen, verdammt. Du weißt ja gar nicht, wie es bei mir in der Bude aussieht, ja. Egal, ja. Wir nehmen das Standard-Package wieder mit, wa? Es ist doch immer dasselbe, was ich mitnehme. Ja. Egal. So, du darfst mal wie immer die letzten drei Pflanzen bestimmen. Kaktus. Ja. Die kleine oder die große? Eine Walnuss. Kleine. Und? Der ultimative Abschluss. Den Atompilz. Den Magic Mushroom of Doom. Und damit geht's los in dein nächstes Level. Und wey, wir haben wieder Nebel. Ich hab so eine Angst. Egal. Naja, was soll's. Es ist ja nicht wirklich so, als ob diese Level momentan so schwer sind. Muss ich es mal dazu sagen. Ich glaube, die Level kann man noch gar nicht so verlieren, oder? Weil ich meine, das wäre schon so dermaßen fies, wenn sie da so einen Haufen Zombies reinjagen würden immer. Weißt du? Aber die ziehen sich halt übelst lange, ne? Das ist das absolut nervige an dem, finde ich persönlich. Na, hallo? Mann! Oh, es leckt gerade. Ja. Läuft der Aufnahmerekorder noch? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich finde ihn auch gerade in den unteren Optionen nicht. Ich könnte jetzt nicht einmal sagen, ja, er läuft oder nein, er tut es nicht. Ich kann nur hoffen, ansonsten labern wir hier wirklich für Show. Geil, wa? Ja. Möchten wir ernstere Themen ansprechen oder willst du einfach immer nur so kurz und bündig sagen, ja, nein, vielleicht? Da fehlen noch zwei Worte. Wie bitte? Schmacktos. Konnte ich mir denken. Ja. Möchtest du vielleicht mal das Datum nennen, damit die Leute wissen, wann ich jetzt hier das Ding aufnehme? Ach stimmt, du hast so eine geile Zeitumstellung. Für alle die das nicht wissen, er hat keine Zeit. Er weiß bloß, Mitternacht muss er in die Haia. Das reicht ihm. Als Zeit. So sieht's aus. Genau. Naja. Was holst du dir eigentlich als nächstes für ein Spiel? Ich weiß es schon, oder? Nicht? Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich es mir hole. So besonders. Ein inhaltlicher Abschluss, verdammt. Also, vielleicht mal kleine Informationen. Wir reden hier über Assassin's Creed Revelations. Es ist der inhaltliche Abschluss. Meine Fresse, wir sehen Enzio endlich abkratzen. Ja, und da kann ich noch hoch. Ja, gut. Ja. Könntest du. Solltest du. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mach ich auch. Ich bin übrigens immer noch nicht ganz am Ende. Also ich kann nicht mal sagen, ob er wirklich abkratzt in dem Spiel. Das kann ich nicht mal wirklich sagen. Also ich bin jetzt, wo bin ich jetzt, irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie 12 Assassinen gerettet von diesen Spaß. Weißt du, diese komische Rettungsmission gibt's wieder. Also halt, du hast deinen ersten Teil nie gespielt. Und diese Rettungsmission gibt's jetzt wieder. Da kannst du jetzt wieder Assassinen rekrutieren wie aus Brotherhood, weißt du? So, und ja, das ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber ja. Weißt du, wie weit der Radius von den Kakteen ist? Könnte ich die hier hinten platzieren? Das ist schön. Die schießen die ganze Reihe lang. Ich brauche bloß noch einmal Magic Mushroom Power und da kann ich den mal hier platzieren. Bam! Und das ist alles, was der Kaktus macht, ne? Das ist sowas von lame, ey. Mal im Ernst. Was soll der Scheiß? Das ist so lame. Was willst du denn erwarten von dem Kaktus? Was sagt der eine Ballon zum anderen?
Na, was sagt denn der eine Ballon zum anderen? Ja. Pass auf, da kommt ein Kaktus. Keine Ahnung. Was sagt der Ballon da drauf? Was sagt der Ballon da drauf? Oh Mann, Mann. Macht nichts. Oh, keine Ahnung. Das waren doch jetzt mal die richtigen. Ich weiß, ich muss jetzt 5 Euro in die schlechte Witzkasse legen, ne? Ich Ja, der weiß. war richtig schlecht. Oh, Alter, da hatte ich letztens eine bei mir stehen, Alter. Ich kam wohl aus Berlin oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da geht die mich an, weil ich keine Zigaretten habe. Alter, du weißt, wo ich arbeite, ne? Das ist hochinteressant. Hallo? Was will ich mit Zigaretten, verdammt? Ich bin in den Tabakladen, da soll sie direkt nebenan gehen. Da haben wir die Tabakbude sitzen, verdammt. Was soll der Dreck? Ey, nee. Ich stelle fest, jetzt kommt wieder Ballon. Plus wo ist die Frage? Damit ich meinen Kaktus auf Doom aufbauen kann. Da. Frisst er jetzt an dem Pilz rum oder frisst er an der Walnuss rum? Der hier. Walnuss. Habe ich auch Glück gehabt nochmal. Aber ich bin der Meinung, es waren zwei. Scheißegal, ich habe das Level eh geschafft. Yay, das war ein richtig geiles Boon-Level. Way. So. Und ich krieg wieder schön viel Kohle. Yo. So, du darfst wieder einmal erklären, was diese wunderhübsche Pflanze bringt. Die ist total Hey, das sinnlos, ist eine das braucht man nicht Pusteblume, erklären. verdammt. Na gut, eigentlich ist es ein Ja, Wehblatt, sieht voll so ja. aus. Aber die hat den Effekt von der Pusteblume, ja. Die pustet Ballons und Zombies weg. Also Ballon-Zombies weg und ein bisschen Nebel. Bringt aber einen Scheißdreck. Ja. Also da ist der Kaktus wesentlich sinnvoller, finde ich persönlich. Du darfst mal wieder bis auf die Grundpflanzen Jeden Fall. entscheiden, was mitkommt, ne? Das weiß da. Wo habe ich da? Da habe ich da. Ja, ich weiß, mittlerweile füllt sich Oh, die schwer Leiste, ne? entscheiden. Ich trinke dazwischen zu Ja. Kaktus. 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 Kokosnuss, nee, Walnuss. Und dum Atompilz. dum dum Trommelwirbel. Kartoffelmine bitte, ja, Kartoffelbomben oder Kartoffelmine. was das ist. Ja, ich trinke dann in der Zwischenzeit mal Mine. was aus meinem geilen Equipment. Ich habe hier diese, kennst du diese alten Tetra-Packs, die man meistens immer in der Grundschule mitbekommen hat? Ja, so eins trinke ich gerade, ey, ich bin Ja. wieder auf den Geschmack gekommen. Ey, ich fand die Dinger eigentlich immer übelst cool, weißt du? Aber das macht sich halt auf der Arbeit schlecht, sowas. Da kommt man immer mit so einer fetten Selsersflasche von 1,5 Litern an. Oder in deinem Fall mit einem Tee. Pfirsich? Eistee, genau. Was war's? Pfirsich, Zitrone, Eistee. Granatapfel? Du hattest viele Sorten. Ich weiß ja nicht. Zitrone. So oft aber nicht, ne? Was war eigentlich die häufigste Nee. Sorte, die du immer mit hast? Ich glaube Pfirsich oder was? Ja. Ja. Ist ja mittlerweile Schnee von gestern. Mittlerweile nimmst du andere Getränke mit zu deinem Lehrstuhl. Hey, das Wort hat doch gepasst, oder? Gar kein. Das war gut, ne? Ja. Dir ist immer noch klar, dass das zwei Leute sind, die du kennst, ne? Ich Scheiße, bin Mutter doch egal. repariert alle. Verdammt. Vorlegen und Den drauf. kennst du auch, ne? War ja so klar. Das mache ich aber garantiert nicht bei mir in meiner Bude. Ich bescheuert oder was? Haben wir auch Was immer machen gemacht, wir aber uns da hatten wir falsch? nichts mehr zu saufen im Tag rüber. Das war scheiße. Es ist ein bedauerlicher Nebeneffekt von dieser Sehr Geschichte, ne? egal. Vor allem das Womit Geile denn? ist, während wir hier aufnehmen, habe ich noch meine PlayStation 3 laufen, ne?
Mit einem Spiel meiner Wahl, Strom. welches ich hier nicht nennen will. Ich will keine Werbung machen. Welch Zufall. Und da steht die ganze Zeit, bist du bereit? Die ganze Zeit. Seit nunmehr fast einer Dreiviertelstunde. Ja, was denn? Irgendwas muss ich ja machen, während ich hier auf dich gewartet habe. Ach, natürlich. Ich habe gewartet. Du warst schon vorher da, ich habe dich gesehen. Du hast schon Langeweile geschoben, bevor ich da war. Ja, TM. Ich habe gezockt. Für die Leute, die es nicht wissen, also ich pack mal wieder so eine kleine geile Kanalverlinkung bei dir unten rein und die ganzen Videos, ne, ist klar. Und ja gut. Wie bitte? Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben, genau. Denn der gute, muss man gesehen haben. Wie heißt du? Xelf27, genau. Ist ein begeisterter Trackmania Nations Fahrer und auch ein recht guter. Wenn ich meine gut, meine ich, er ist einer von diesen Spasten, die eine Strecke nicht kennen, zum ersten Mal fahren und trotzdem Platz 1 und Bestrang holen. Du weißt noch, wann das war, ne? Das war eine bedauerliche. Ja, da war ich noch ja, dabei. Ich war noch total jüngster. Ja, das war noch Zeit. Deswegen. Kurze Erklärung: Ich hatte ein einziges Mal Trackmania Nations gespielt zu meinem ersten. Bedauern möchte ich nicht sagen, weil es war eigentlich ganz lustig, aber ich bin ein absoluter Noob, was diese Spiele angeht. Rennspiele sind nicht mein Metier. Dann schon lieber eher Assassin's Creed und Co. Aber auf jeden Fall haben wir gespielt. Er hat mich angeschrieben, hat gesagt, er kennt die Karte genauso wenig wie ich. Und ja, wer war Platz 1 und hat sogar einen neuen Rekord auf der Strecke geholt? Das ist der Einsatz für dich, um ich zu rufen. Ich hab kurz überlegt. Ja, das ist klar. Warum glaube ich dir das nur? Klassenbester und trotzdem so dermaßen langsam mit einer Redaktion. Das ist selten. Ja. Stimmt, also, stimmt. Was, welches Fach hat dir das Genick gebrochen? Sozialkunde, ne? Ja, auch. Ja, es gab so Fächer, da warst du nicht so unbedingt der Overpro drin. Nicht so wie ich, der einfach mal so in EDV die Schule gehackt hat. Ja. Kann ich das eigentlich so offen sagen hier im Internet, dass ich mal bei mir in der Schule den Schulcomputer gehackt habe und das Programm installiert habe, was man eigentlich nicht darf? Ja, aber dann geht die Stimmt auch wieder auffallend. Schule nicht erwähnt, ist ja egal. Sagen wir klar, dass du den Stimmt, ich hab's ja nicht gesagt. Wie recht du doch hast. Ja, war schon eine Saftladen, aber naja, was will man erwarten? Was will man erwarten? Ja, passt schon irgendwo. Aber wir haben schon sehr interessante Sachen gemacht, ne? So ein Schwuler Delfin kommt da, das gefällt mir gar nicht. Ja. Ich will mal so einen Atompilz zünden jetzt. Ja. Wenn ich die Kohle kriege und ich weiß nicht, warum es leckt. Ich glaube, der Festplattenspeicher wird langsam voll. Ganz langsam, aber sicher, weißt du. Geil. Na komm, sammel ein. Achso, kommt ja noch eine ganze Welle, von daher, ja, wir haben Zeit. Ich glaube, das Video wird ein bisschen länger, weil ich habe keine Lust, im Video zu schneiden, im Level. Das kann ich nicht leiden. Ich bin Hammers und danach haben wir es halb Mitternacht. Geile Zeit, was? Das ist cool, ne? Ja. Du weißt, wie spät ich es meine. Du musst immerhin morgen raus, früh. Ich nicht. Ich habe morgen frei. Yeah! Du hast auch frei? Ich muss gar nicht raus. Ach, stimmt. Nee, ja. Aber wenn du möchtest, kannst du ja auch alles zu Hause nachpauken, wenn du das möchtest. Du müssen bloß die Noten am Ende stimmen. Alles freiwillig. So scheiße, da gehst du hin. Mal im Ernst, die Auswahl hätten sie uns früher in der Schule lassen müssen.
Finde ich persönlich. Alles freiwillig, so ein Scheiß. Scheiße, der Zombie wird zum ersten Mal Rache nehmen. Darum werde ich doppelte Kakteen-Power aufbauen. Cactus of Doom. Wie ich diesen Zombie gerade mal übelst hasse, weil er mir meinen Kaktus geklaut hat. Naja, was soll's. Habe eh nicht besseres zu tun, ne? Wir haben sowieso nicht besseres zu tun, ne? Ja, sonst würden wir ja schlecht hier sitzen, ne? Ne. Ich liege für meinen Teil. Ey, nee, du hast echt so eine Langeweile. Ach stimmt, du hast ja immer diese geile Liege-Hock-Position für dich entwickelt, ne? Stimmt ja. Ja. Na gut, ich sag mal nichts dazu. Zu dieser absolut overpowerten Liegetechnik von dir. Wo du selbst in Trackmania alles rockst. Könnten wir auch mal wieder ein Rennen fahren. Weißt du das? Super. Könnten wir auch mal wieder ein Rennen fahren bei TM. Was? Ja, aber ich nicht, du Knaller. Ich bin immer dabei. Oh, verpisst euch doch mal, ihr scheiß Delfine, ich hasse euch. Tja. Diese eiskalt meine Walnussbarrikade überspringen, diese Scheißviecher. Oh Gott, es ist gerade so mördermäßig viel los auf dem Bildschirm. Warum genau hast du nochmal den Nebel so? Ich finde ihn eigentlich ganz natürlich bis jetzt. Ach so, das ja, das ist jetzt der Level, wenn der Nebel ja, ist. Ja, da musst du dann die Lampen aufbauen, ne? Das ist. Ja. Oder. Ein Taco? Das Kleeblatt benutzen. Warum zum Teufel liegt hier ein Taco? Ich hab ein Taco gewonnen. Ich hab zwar gerade zu Abend gegessen, aber warum habe ich ein Taco gewonnen? Lies mal vor, was da steht, bitte. Mach mal, komm, wenigstens einmal. Nee. Jetzt schaltet er wieder das Mikro aus, dieser Pisser. Oh Mann. Ja, ihr müsst ihn verstehen, er ist etwas schüchtern. Ja, er hat Angst davor, dass die Rache des Takus kommt. Ja, aber ich finde persönlich, ihr könnt ja alles selber lesen. Also, was hast du mit diesem Taco vor? Ich persönlich werde mich das ausfragen und ihr werdet es erfahren, allerdings im nächsten Part. Also, bis dann, Leute.